Gestern Abend hat uns Nintendo eingeladen, einen ersten Blick auf ein neues Erlebnis zu werfen, das sich in erster Linie an Kinder richten sollte. Logisch, dass da im Vorfeld wieder fleißig spekuliert wurde. Was könnte das sein? Pokémon? Animal Crossing vielleicht? Nein, es ist Pappe. Was? Okay. Für alle, die sich das Ganze noch nicht angesehen haben. Ja, Nintendo bringt tatsächlich Papp-Bastelbögen für die Switch, aus denen man sich sogenannte Toy-Cons basteln kann, mit denen man in Kombination mit der Konsole allerhand Spielchen spielen kann. Das Ganze nennt sich Nintendo Labo und kommt am 27. April mit 2 Startsets auf den Markt. Ihr kratzt euch immer noch am Kopf und fragt euch, was das Ganze bitte soll. Hier sind 2 Beispiele, die das Ganze, glaube ich, ganz gut veranschaulichen. Zum einen könnt ihr euch beispielsweise eine Angel basteln, die dann eben auch ähnlich wie bekannte Zusatzcontroller zum virtuellen Fischen benutzt werden kann. Oder ihr bastelt euch ein Klavier, mit dem man dann auch wirklich musizieren kann. Hier zeigt sich dann auch ganz gut, wie beeindruckend die Technik dahinter ist. Mit der Infrarotkamera der Joy-Cons erkennt die Switch anhand von reflektierenden Streifen auf der Rückseite der Tasten, welche Noten gespielt werden. Außerdem kommt natürlich auch der HD-Rumble der Switch bei Nintendo Labo sehr gut zum Einsatz. Und ich glaube, das Ganze veranschaulicht auf jeden Fall, was die Joy-Cons alles können und wieso sie so teuer sind. In erster Linie ist Nintendo Labo aber mal wieder ein wunderbares Beispiel dafür, wie verrückt und innovativ Nintendo sein kann. Ich mag es grundsätzlich erstmal einfach total, wenn Nintendo uns derart überraschen kann mit irgendeiner Idee, an die niemand zuvor auch nur gedacht hätte. Also das kommt ja mal wieder aus dem Nichts. Und da ist es mir dann im Zweifelsfalle auch egal, wenn das Ganze mich persönlich eventuell nicht abholt. Denn Nintendo Labo richtet sich in erster Linie natürlich an bastelbegeisterte Kinder. Oder Kinder im Herzen, denn ich kenne auch einige Erwachsene, die absolut begeistert von der Idee sind. Ich persönlich finde die grundlegende Idee auch erstmal verdammt cool, allerdings gibt es für mich noch einige offene Fragen, was die Umsetzung angeht. Und da geht es mir tatsächlich weniger um die Haltbarkeit, denn ich glaube, Pappe kann mehr ab, als die meisten jetzt erstmal denken, sondern es geht mir eher um die Software-Seite des Ganzen. Denn das ist ja letztlich das Besondere. Dinge aus Pappe basteln, das konnten wir auch vorher schon, das ist nichts Neues. Das Interessante ist hier ja wirklich, dass man mit den Pappkreationen dann tatsächlich Videospiele spielen kann. Und die Frage ist jetzt eben, beschäftigen einen diese Videospiele nach dem Basteln dann auch ein wenig? Oder sieht das Ganze so aus, dass man das zusammenbastelt, dann probiert man es kurz aus, hat ein bisschen Spaß damit und stellt es dann in die Ecke? Ein weiterer Knackpunkt ist für mich, wie kreativ man beim Basteln dann selber sein kann. Nintendo spricht auf der Webseite sehr deutlich davon, dass man anhand der Bausätze und der Anleitungen lernen kann, wie das Konzept funktioniert, um dann eben auch komplett eigene Kreationen zu schaffen. Wenn Kreativität hier wirklich gefördert wird und ein wichtiger Teil des Konzepts ist, dann stelle ich mir das wirklich sehr cool vor, denn dann können wir uns auf jeden Fall darauf freuen, dass wir im Netz die verrücktesten Kreationen zu Gesicht bekommen. Also ich hoffe wirklich, dass sich um Nintendo Labo eine Community von kreativen Leuten bildet, die uns in Staunen versetzt. Also zusammengefasst, wie groß und erfolgreich Nintendo Labo sein wird, hängt in meinen Augen vor allen Dingen davon ab, wie viel interessanten Kram man mit den Toy-Cons am Ende eben wirklich anfangen kann. Wie vielseitig sind die kreativen Möglichkeiten? Schafft es Nintendo hier tatsächlich eine Community aufzubauen, die ihre Kreationen miteinander teilt? Wenn ja, dann glaube ich schon, dass sie da mit der Zeit immer mehr Leute für den Bastelspaß begeistern können. Eines hat Nintendo auf jeden Fall schon mal geschafft. Die Leute reden über Nintendo Labo und auch die Presse berichtet interessiert. Eben nicht nur die Videospielpresse, nein, man findet Artikel eben auch bei Süddeutsche, Spiegel oder der blöden Zeitung mit den 4 Buchstaben. Anfang März gibt es in Hamburg ein Event, wo man das Ganze ausprobieren kann und wo Nintendo dann auch Videos filmen wird und so weiter. Und wenn sie es eben schaffen, über solche Events zum Beispiel wirklich auch nochmal zu zeigen, wie viel Substanz letztlich dahinter steckt, dann glaube ich, dass je nachdem am Ende auch der relativ heftig wirkende Startpreis von 70 respektive 80 Dollar, den wir wahrscheinlich ungefähr 1:1 in Euro umrechnen können, am Ende die meisten Leute nicht abschrecken wird. Aber was ist eure Meinung zu Nintendo Labo? Spricht euch die verrückte Idee an oder ist das nichts für euch? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst mich wissen, was ihr zu sagen habt. Außerdem, wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt auf Abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, gebt dem Video einen Daumen nach oben, teilt es mit euren Freunden und Feinden und bestellt schon mal den offiziellen Aubanan Nintendo Labo Bastelbogen vor.
Ha!